Das Wetter ist wieder besser. Ich habe eben erstmal auf der Terrasse gefrühstückt, habe aber schon hier ein paar Pflanzen stehen, die ich gleich einpflanzen möchte. Ich werde aber erstmal hier ein bisschen Platz machen und dann geht's gleich los. So, vermutlich könnt ihr mich wegen dem Straßenlärm kaum hören, weil gerade ist relativ viel los. Aber ich wollte trotzdem mal zeigen, was ich alles für Pflanzen habe, die jetzt hier in das Beet sollen. Und zwar einmal den Federbusch mit einer wunderschönen Blüte. Dann habe ich noch die Buntnessel in zwei verschiedenen Variationen. Und heute habe ich noch diesen Silberdraht neu gekauft. Den gab es auch ab heute bei Aldi im Angebot. Der sieht total unecht aus, aber ich finde das ganz cool. Ansonsten habe ich noch ein paar Zwiebeln besorgt, auch von Aldi. Und die hier habe ich von Baldur Garten mal dazu bekommen. Das sind Anemonen. Und ich werde jetzt erstmal das Beet hier gründlich durchhacken, denn da soll es alles hin. Und werde ein bisschen die Hecke schneiden, stützen. Und dann muss ich mal einen kleinen Plan schmieden, wie ich das hier anordnen möchte. So, ich habe jetzt das Beet hier unten umgebuddelt, die Buchsbaumhecke ein bisschen geschnitten. Dahinter in dem Beet, das ist sehr, sehr wüst, weil ich das nie sehe und nie bearbeite, habe ich auch ein bisschen Efeuranken rausgerupft, aber das ist trotzdem noch ein Wildbeet. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen einen Plan zu machen, was wohin gehört oder hin soll, und dann werde ich das Ganze einpflanzen. Ich habe mir auch in einem kleinen Büchlein einen Plan gemacht und ich habe hier diese Sticky Notes verwendet, um zu gucken, wie ich die anordnen möchte, beziehungsweise welche in welches Beet kommen. Das hier ist das Beet unter den Apfelbäumen. Das ist der Apfelbaum 1, Apfelbaum 2 und das sind die Blumen, die ich darum verteilen wollte. Ich muss mal gucken, ob ich das Beet demnächst auch noch in Angriff nehme. Ich bleibe erstmal bei dem schmalen. Das ist hier die Buchsbaumhecke und das ist das Beet. Aber da ich jetzt noch ein bisschen andere Pflanzen habe als hier bei dem Plänchen, werde ich das jetzt einfach mal so ein bisschen hindrapieren und gucken, ob mir das dann so gefällt. Der grobe Plan steht. Jetzt werde ich noch ein bisschen tiefer buddeln, damit die Töpfe da auch gleich in die Erde passen und alles einpflanzen. Thank you.
was soll ich sagen? Es ist jetzt Ende September und ich gebe mal ein kleines Update zu meinem Beet. Wie ihr eventuell erkennen könnt und hoffentlich auch hören könnt, geht es den Pflanzen nicht so gut. Ich weiß nicht, ob sie nicht richtig angewurzelt sind oder ob das einfach die Temperaturen waren, weil eine Verkäuferin schon meinte, dass die wohl nicht so wetterbeständig sind, wie draufsteht. Ja, es sieht ein bisschen traurig aus, auch gerade mit den ganzen Blättern und so. Aber die Zwiebeln, die ich eingepflanzt habe, die kommen tatsächlich jetzt schon teilweise raus. Also man sieht es hier und hier und hier. Und ja, das finde ich ganz cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Silberdraht hier überlebt, weil der bestimmt ein bisschen robuster ist. Die anderen Pflanzen gehen, glaube ich, bald ein. Leider, leider. Guten Morgen, es gibt ein kleines Pflanzen-Update. Was ist hier los? Und zwar hauptsächlich von meiner Avocado. Schaut euch das mal an. Und ignoriert bitte die Spülmaschine, die gerade im Hintergrund läuft. Na komm, steh scharf. Du schaffst das. Da ist sie. Sie treibt aus und sie ist schon voll lang. Also ich finde das voll cool, wenn man mal guckt. Das ist meine Hand. Hoppala. Oh Gott, zwei Hände. So. Also die ist schon ziemlich hoch gewachsen. Und es war halt wirklich so, dass erstmal die Wurzel gewachsen ist. Und also die große Wurzel. Und jetzt wächst es die ganze Zeit nach oben. Und ich schätze mal, wenn hier jetzt so ein bisschen die Blätter rausgesprungen sind, dann fängt sie an, hier unten wieder kleinere Verzweigungen zu machen. Aber ich finde das sau cool. Dann habe ich ja noch die zweite. Die hat auch erstmal jetzt nach unten die Wurzel gebildet, ist aber auch noch nicht komplett durchgebrochen. Und die dritte, da tut sich irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, ob die noch funktionieren wird oder nicht, aber ich lasse sie einfach mal weiterhin im Wasser. Ansonsten habe ich, als ich letztens gegärtnert habe, von meiner Hortensie was aus Versehen abgeschnitten, was eigentlich noch total grün war, aber ich habe halt unten nur diesen ganzen trockenen Stiel gesehen und ja, weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert damit, dass da auch Wurzeln kommen, aber ich werde es mal probieren. Dann haben wir hier noch meine Efeutute, ist es, glaube ich. Marble Queen? Ich habe keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall die hier. Und die wächst auch munter weiter in dem Glas, was ich ziemlich cool finde. Und ja, hat schon ganz viele kleine Wurzelchen gebildet. Und mein Efeu, der hat auch viele kleine fleißige Wurzeln gebildet. Den kann ich, glaube ich, demnächst auch irgendwann mal eintopfen, einpflanzen. Ja, genau, das wollte ich euch einmal zeigen. Aber am stolzesten bin ich aber eigentlich auf meine Avocado. Das finde ich richtig, richtig cool, wie die sich entwickelt. Ich drehe die allerdings irgendwie jeden Tag einmal um, weil die immer so einen Bogen zum Fenster macht und dann drehe ich sie wieder weg und dann macht sie wieder einen Bogen zum Fenster und dann drehe ich sie wieder weg. Also wir spielen hier so ein kleines Spielchen zusammen. Hier sieht man das auch. Die wächst halt immer zum Licht und am nächsten Tag, wenn ich sie umgedreht habe, dann ist sie quasi wieder gerade. Ja, so ist das hier. Dann kann ich euch auch noch ein kleines Avocado-Update geben, wenn ich schon mal dabei bin. Und wie ihr seht, wächst die in die Höhe. Und es kommen auch schon die ersten Blätter. Entschuldigt hier die Flecken, ich hatte hier mal Schimmel. Also hier kommen schon die ersten Blätter zum Vorschein und auch hier am Stiel. Das steht natürlich jetzt nicht so gut scharf, aber da gibt es auch so ein paar Ansätze. Und die Wurzeln sehen gerade so aus. Also es gibt eine große Wurzel und ganz mini klein. Schon so einen ersten Ansatz von so kleineren. Aber ich glaube, sie ernährt sich erstmal über die große Wurzel und sorgt erstmal so ein bisschen dafür, dass sie hier oben weiter wächst und vor allen Dingen in die Höhe wächst. Und die ist echt schon mega hoch. Im Vergleich meine Hand, hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gezeigt.
Also die hat ordentlich nachgelegt. Und ja, das ist die Avocado. Die andere Avocado, oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja witzig. Ich hatte die vorhin schon in der Hand und da war die noch nicht durchgebrochen und jetzt ist sie in zwei gebrochen. Das ist ja spannend. Und auch hier einmal die Wurzel. Ähnlich wie bei der anderen, die hat aber nicht so viel Platz hier in dem Glas, deswegen macht sie hier so einen Schnörkel. Und auch da gibt es, oh, das war gar nicht im Bild, kleiner Schnörkel. Und hier gibt es auch so einen kleinen Wurzelansatz von so einer kleineren Wurzel. Aber dann geht das hier ja wohl auch bald los mit dem in die Höhe wachsen, würde ich sagen. Aber wie cool, weil ich hatte die echt vor 3 Stunden in der Hand und da war das hier noch nicht. Sehr schön. Es ist Zeit für ein neues Avocado-Update. Hier sind meine 3 Avocado-Kerne und ich finde es ganz cool, dass es so verschiedene Stadien sind, in denen sie sich gerade befinden. Beziehungsweise bei dem hier bin ich ein bisschen traurig, dass ewig nichts passiert. Deswegen gucken wir uns die noch zuerst an. Nach wie vor, ja, macht der hier einfach gar nichts. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe den beim Anschneiden ein bisschen angedätscht oder durch diese Spieße kann das natürlich auch sein. Also ich bin mir nicht so sicher, ob da noch irgendwann mal was passiert. Wir werden es einfach noch ein bisschen da stehen lassen und abwarten. Dann habe ich den anderen Kern. Der ist übrigens nach dem hier im Wasser gelandet. Der sieht aber schon viel, viel besser aus. Das hatten wir ja schon gesehen, dass der aufgeplatzt ist. Der hat jetzt noch mal ordentlich Wurzeln gebildet und man kann ganz gut erkennen, dass da jetzt langsam die Pflanze anfängt zu wachsen. Und ja, ich packe das mal schnell wieder hier ins Wasser rein. Der steht da auch super auf diesem Gläschen. Ich weiß gar nicht, was das genau für ein Glas war. Ich dachte, es wäre ein Schottglas, aber ich glaube, es war was anderes. Auf jeden Fall passt der da sehr gut drauf. Und dann haben wir die andere Avocado und ihr seht schon, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und die hat schon, tada, richtig große Blätter bekommen. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr sie ganz seht. Also die ist wirklich schon ziemlich in die Höhe geschossen inzwischen. Die Blätter werden immer größer. Ich dachte, sie bildet hier noch ein neues aus, aber die anderen Blätter wachsen erstmal fleißig weiter anscheinend. Und seitdem die Blätter jetzt ein bisschen größer sind, hat sich auch wieder die Wurzel verändert. Also die hat nochmal nachgelegt und ist viel kräftiger geworden und ja, hat jetzt da auch wieder ein bisschen angefangen weiter zu wachsen. Da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit und ich schätze auch mal, dass die Pflanze aus dem Kern hier auch ähnlich wachsen wird demnächst. Das ging auf einmal auch richtig schnell. Also sie hat sich erstmal nicht so richtig blicken lassen und auf einmal schoss sie in die Höhe und dann kamen auch schon die Blätter. Also da bin ich ganz gespannt, wie das bald aussehen wird. Und bei dem Kern hier, da reden wir lieber nicht drüber. Ansonsten habe ich jetzt auch noch in diesen 2 Tütchen hier 2 Mangokerne reingepackt in Cewa, was feucht ist. Und ich versuche die zum Keimen zu bringen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Mir ist nämlich der letzte, bei dem ich das probiert hatte, leider verschimmelt oder eingegangen. Ein Kern sah richtig gut aus. Da war nichts dran, was irgendwie weich oder schimmelig oder ja, schimmelanfällig aussah. Der andere, der hatte schon so eine braune Stelle, als ich den aus dieser Hülle rausgenommen habe. Ich habe, glaube ich, auch noch eine Mango da. Also beim nächsten Kern zeige ich euch sonst einfach mal, wie man das macht. Das ist nämlich ganz interessant. Und ja, die lasse ich einfach jetzt hier liegen und warte, bis was passiert. Dann widmen wir uns noch kurz meinen kleinen Problemkindern. Mein Farn hier, der war eigentlich total voll und prächtig am Wachsen. Allerdings wurde der während meines Urlaubes übergossen. Also der hat das nicht vertragen, dass er ein bisschen nasse Füße gekriegt hat, leider. Da habe ich einiges abgeschnitten, was vertrocknet war. Und ich hoffe, er fängt sich jetzt wieder. Aber man sieht hier auch, hier steht noch ein Loch herum, sehr schön. Man sieht, er verliert immer noch ein paar Blätter.
Aber ich hoffe, dass er sich dann wieder einigermaßen fängt. Und hier neben ist meine Diefenbachie. Und das war ja auch so ein kleines Problemkind. Habt ihr im letzten Pflanzen-Update-Video auch gesehen? Da hatte sie so einen Mini-Blattansatz. Und jetzt hat sie hier schon drei Blätter. Und hier oben kommt auch noch eins raus. Und ja, ich glaube, der geht es gerade relativ gut. Sie fängt sich langsam wieder. Und ich hoffe, dass sie einer schönen großen Pflanze heranwächst. Ja, was soll ich sagen? Inzwischen sieht die Diefenbachie so aus. Sie hat jetzt hier oben zwei neue Blätter und wenn man ganz genau hinschaut, kommt hier schon das nächste. Also hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil ja, wenn ihr es mitverfolgt habt, dann wisst ihr, wie krüppelig und vermickert sie aussah. Aber das lässt sich doch schon fast wieder sehen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Was gerade mega in die Höhe schießt, ist meine Forellenbegonie. Ich habe vor einer Woche ungefähr gedüngt und seitdem, ich weiß auch nicht, die schießt irgendwie heraus aus dem Topf. Die war ja sehr klein, eng an der Erde, sehr buschig und jetzt gibt es hier ganz viele von diesen langen Stielen, ganz viele neue Blätter. Und ich freue mich riesig, dass die so gut gedeiht. Vor allem, ich habe sie noch nicht umgetopft. Also die quält sich noch so ein bisschen mit dem Wurzelbein in dieser kleinen Erde rum, in dem kleinen Töpfchen rum. Aber es wird hier irgendwie draußen gerade gebaut. Einmal Fenster zu. Ja, die quält sich gerade so ein bisschen, glaube ich, noch in dem kleinen Topf, wächst aber trotzdem richtig, richtig gut. Und ja, ich habe immer noch keinen größeren Topf gekauft. Shame on me. Auf der anderen Seite von meiner Fensterbank habe ich erstens ganz viele Birkensamen. Ja, ich könnte eigentlich hier alle 3 Stunden saugen und es wäre immer alles voll. Deswegen komme ich da nicht so richtig hinterher. Aber was ich euch zeigen will, ist meine Peperomie. Und auch die habe ich gedüngt. Und auch die schießt hier gerade so ein bisschen raus. Da kommen längerstielige Blätter. Und ja, die war ja auch immer sehr kompakt, würde ich sagen. Und jetzt breitet sie sich gerade so schön aus, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich mag diesen Effekt auch sehr gerne mit den roten Blattrückseiten. Vor allem passt das gut, weil ich hier auf der linken Seite eine Pflanze habe mit grünen Blattoberseiten und roten Unterseiten und auf der anderen Seite halt genauso. Und in der Mitte habe ich meine Palme stehen, die irgendwie auch immer größer wird und langsam nicht mehr auf die Fensterbank passt. Die habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen. Und witzigerweise hatte sie zwei gekauft. Ihre ist total eingegangen und meine fühlt sich hier pudelwohl. Also die von Mama hat, glaube ich, noch 3 Blätter oder so und quält sich voll ab. Und ja, die hier, die scheint dieses Fenster hier und das Licht sehr zu mögen. Zwei Pflanzen sind es geworden und die sind echt mega hoch. Also ihr kennt ja sicherlich dieses Regal von IKEA. Anhand der Größe könnt ihr das ganz gut vergleichen, denke ich. Und zwar ist es einmal eine Yucca-Palme, die wirklich super gut aussieht. Total volle Blätter und dicke Stämme. Und das ist hier eine Skindapsus oder so. Moment. Skindapsus oder Syndapsus. Das ist diese Rankpflanze und die rankt hier so schön nach oben an 3 Strängen, glaube ich. Und ja, fand ich auch sehr cool. Vor allem, weil ich gerade vor ein paar Tagen noch gedacht habe, dass ich im Schlafzimmer noch irgendwie eine größere Pflanze gebrauchen könnte. Und jetzt schaue ich mal, ob ich vielleicht die Yucca-Palme, glaube ich, noch mit ins Schlafzimmer stelle. Aber ja. Bin ich auf jeden Fall ganz happy, dass ich die gekriegt habe. Und die haben pro Stück nur 10 Euro gekostet. Also da kann man wirklich nicht meckern. Da bin ich wieder. Ich stehe wieder bei meinen Pflanzen. Ich habe eben unterrichtet und war noch kurz bei Aldi, weil ich dachte, vielleicht kann ich noch eine andere schöne Pflanze ergattern. Stattdessen habe ich aber in dem anderen Aldi, wo ich jetzt eben war, keine Pflanzen gefunden. Die standen hinter der Kasse, also quasi beim Ausgang. Da habe ich dann nicht nochmal geguckt, beziehungsweise mir ist nichts ins Auge gefallen. Aber ich habe was anderes entdeckt. Und zwar diese Blumentöpfe. Und das ist natürlich perfekt. Ich hoffe halt auch, dass diese riesen
Töpfe, also bei denen bin ich mir nicht so sicher, da reinpassen. Aber der hier sollte auf jeden Fall reinpassen. Und da hat einer nur 3,99 gekostet, glaube ich. Ich könnte nochmal auf den Bon gucken. Ja, 3,99 gekostet. Und ja, ich habe eben noch Marabou-Schokolade gekauft. Und noch Blumenzwiebeln. Da habe ich aber jetzt eine ganze Auswahl von. Die kann ich auch noch mal irgendwann in die Kamera halten. Das mache ich jetzt aber nicht, denn ich möchte jetzt erstmal gucken, ob die Töpfe in die Übertöpfe passen. Ich habe mich richtig gefreut, weil die sind manchmal so schweineteuer. Wenn ich überlege, der große Übertopf hier bei der anderen Palme, also bei der hier, hat 20 € gekostet. 20? Nee, 30. 30 € gekostet. Also das war kein Schnäppchen und deswegen dachte ich, ich nehme einfach mal drei von denen mit, habe jetzt 12 € dafür bezahlt für drei Stück und es gab auch weiße und rote und hellgrau und so weiter, aber ich dachte, das Grau passt auf jeden Fall am besten in mein Schlafzimmer, wo ich ja auf jeden Fall mindestens eine von den zweien hinstellen möchte und ich gucke jetzt mal, wie das so passt. So, Pflanze 1 steht in der Ecke. Ich habe eben auch mal versucht, meine Monstera ein bisschen zusammenzubinden oder hochzubinden, weil die irgendwie voll in die Breite gegangen ist. Das ist noch nicht so optimal, aber die, ja, muss einfach mal irgendwie weiter wachsen und dann schaue ich mal. Diese Pflanze hier unten, die geht so ein bisschen unter gerade, aber ich finde es nicht so schlecht. Vor allem, weil ich wusste, dass die Töpfe, also ich habe halt hier so gräuliche von IKEA und ist jetzt hier leider ein bisschen dunkel. Und die passen farblich sehr gut zu diesen neuen großen Töpfen. Also der hier passt da auch perfekt rein. Deswegen habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass der andere Topf zu groß ist für den Übertopf. Aber das werde ich jetzt mal testen. Und mit der Ecke bin ich aber schon relativ zufrieden jetzt. Ich hatte nämlich gerade vor ein paar Tagen gedacht, da könnte noch was Höheres hin. Und das finde ich so ziemlich gut. Und grau passt auch mit den Töpfen jetzt hier sehr gut in mein Schlafzimmer, weil ich ja auch die grauen Gardinen habe und graue Kissen und so weiter. So, und da steht die zweite Pflanze. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, der Untertopf ist größer, aber der ist genauso groß, wirkte wahrscheinlich nur anders, weil da nicht diese fetten Stämme mit in der Erde drin waren. Aber auch das finde ich sehr schön. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wo der hinkommt oder die. Das muss ich mal gucken. Und ich werde sie jetzt mal gießen und verpflegen mit diesen Bewässerungssteckern, die ich ebenfalls von Aldi hatte. Und hoffe, dass sie sich bei mir gut einleben. So, ich bin bewappnet. Die sehen gar nicht so groß aus, wenn sie im Topf stecken, aber die sind eigentlich ganz schön groß. Mal wieder meine Hand als Vergleichsgröße. Und ja, ich werde den jetzt mal hier in die Erde stopfen. Und hoffe, dass das da noch reinpasst. So sieht das Ganze jetzt aus und es macht komische Geräusche. Wahrscheinlich, weil gerade in der Erde so gut wie keine Flüssigkeit war und das jetzt erstmal aufgesogen wird. Es hört sich auf jeden Fall ein bisschen komisch an. Dann habe ich mir endlich auch Gartenhandschuhe zugelegt. Und zwar, wie kann es anders sein, sind die von Aldi. Die gab es dort im Angebot für, ich glaube, um die 3 €, so ein Zweierpack. Und ich glaube, das ist Größe M, denn ich habe nicht so kleine Hände. Die sind mir einen Mini-Tick zu groß. Also die sind jetzt nicht super eng, aber passen eigentlich ganz gut. Sind natürlich auch nicht die beste Qualität, aber für mich reicht das völlig. So oft bin ich dann doch nicht im Garten unterwegs. Und ja, das wollte ich euch noch einmal zeigen, denn die haben immer sehr viel saisonaktuelle Sachen im Angebot. Ich gucke da regelmäßig auch im Voraus, was demnächst dann so im Sortiment ist, damit man halt schon mal einen Blick drauf geworfen hat und ja, rechtzeitig hingeht, weil wenn ab Montag oder Donnerstag was Neues da ist, ist es auch, wenn es beliebt ist, schnell mal vergriffen, wenn man nachmittags erst kommt. Da muss man immer so ein bisschen schnell sein, aber ja, ich finde da immer ganz viel Nützliches und Praktisches und die Handschuhe waren halt auch dabei. Ja, also es ist eine ganz schöne Ausbeute und ich habe diese Allium, die es in verschiedenen Arten oder Farben und Größen gab, auch in verschiedenen Arten und Größen geholt. Und zwar einmal die Purple Sensation. Da sind nicht so viele Zwiebeln drin.
Das heißt, ja, die wären auch hoffentlich alle was. Dann die Mount Everest, die ist tatsächlich auch nur zweimal hier drin. Das sind riesengroße Zwiebeln, die scheint auch sehr groß zu werden. Die Giganteum ist ebenfalls mit zwei großen Zwiebeln hier vorhanden. Und dann habe ich noch diese kleine Allium mir ausgesucht. Die fand ich auch ganz niedlich, 20 Stück von der. Dann habe ich ein paar Traubenhyazinthen, die finde ich auch immer sehr schön. Hat meine Mama auch im Garten. Das sind auf jeden Fall mehrere, 50 Stück sollen das sein. Ach stimmt, da habe ich schon welche benutzt von. Deswegen ist es nicht mehr ganz so viel. Dann habe ich noch die Puschkinie. Sieht auch sehr süß aus. Und das sind 30 Stück. Die sind so ganz klein und fein. Die Schachbrettblume hat mich auch angelacht. Die fand ich irgendwie sau cool. Mal was anderes. Was? Fritillaria meleagris. Läuft. Und das sind 24 Stück, also die sind auch ein bisschen kleiner. Und eine riesengroße Tulpenmischung habe ich auch noch mitgenommen. Ganz viele verschiedene, 20 Stück. Riesenpackung. Ja, aber das sind auf jeden Fall alle Zwiebeln, die ich auch noch irgendwie unter die Erde bringen möchte demnächst. Ich muss mal gucken, wo genau und wie genau. Aber wahrscheinlich werde ich die wirklich so ein bisschen zufällig im Garten verteilen, damit mal hier und mal da irgendwas aufblüht und man dann überrascht ist, was da Schönes aus der Erde wächst. Und ja, alle waren relativ günstig. Ich glaube, die haben immer so um die 2, 3 Euro gekostet pro Packung. Also von daher kann man das ruhig machen. So, es folgt ein kleiner Pflanzenhaul, aber ich fange mal mit der Blumenerde an. Und zwar habe ich mir da welche gekauft für die Anzucht, also ohne Dünger. Ich habe das genommen, was es gab. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Denn ich kann auf jeden Fall, oh, ich halte es mal verkehrt rum hoch, die Pflanze hier einpflanzen oder die Ableger und die auf jeden Fall auch. Jedenfalls die Hälfte. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns einmal meine schöne Avocado-Pflanze an. Die Blätter sind schon richtig groß. Und Pflanze Nummer 1 ist diese hier. Ich fand die so süß, weil die so ganz filigrane Wedel hat. Und ich bin irgendwie ein Farn-Fan. Das ist, glaube ich, kein Farn. Das ist Adiantum fragrans für 4,99. Ich habe irgendwie ganz viele kleine Pflänzchen heute mitgenommen und keine großen. Aber ich finde das irgendwie sehr schön zart, das Ding. Und deswegen durfte es mit. Es war die letzte, deswegen musste ich die nehmen, die teilweise schon ein bisschen, ja, nicht mehr so gut aussah. Hier ist auch ein Wedel bei, der schon total trocken ist und die hängen hier so runter, aber die fängt sich bestimmt noch, bin ich mir ganz sicher. Die nächste Pflanze ist diese hier. Das ist ein Ficus pumila sanicen, was auch immer das bedeuten soll. Fand ich einfach ganz schön, weil das so ein bisschen runterhängt hier und das kann man immer ganz gut an Regalecken oder ja an irgendwelche schönen Bretter anbringen und dann sieht das gleich nach mehr aus. Deswegen durfte das kleine Ding auch mit. Dann darf noch dieses Schätzchen hier bei mir einziehen. Das erinnert mich ein bisschen an die String of Hearts. Hat auch so eine langen, ja, wie nennt man das? Runterhängende Zotteln. das ist aber keine String of Hearts. Das ist eine Pilea glauca chicke oder Chick. Und das ist eine Kanonierpflanze, Blume, Ranke. Also ist nicht die String of Hearts, aber erinnert mich da sehr stark dran. Und ich glaube auch, das macht sich von oben runter wachsend sehr gut. Und ich fand es ganz cool, dass die schon so mega buschig aussieht. Dann konnte ich auch nicht vorbeigehen. Ich finde diese Blattadern, die da so rauskommen,
wahnsinnig schön. Das sieht total toll aus. Und ja, deswegen durfte sie mit. Und das ist eine Fittonia verschaffelti oder verschaffelti. Verschaffeltii. Fragt mich nicht. Ihr konntet es lesen. Finde ich aber sehr, sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht, wo die alle hinkommen. Aber das schaue ich dann mal gleich. Und eine habe ich noch. Und zwar diese hier. Und ja, Experten wissen sicherlich, was das ist. Das ist eine Mimose. Und ich wollte schon so, so lange eine haben. Und jetzt denkt ihr euch, oh Gott, die sieht ja schrecklich aus. Ja, die sieht gerade schrecklich aus, weil die hat die Fahrt nicht so gut überstanden, weil sie wurde von der Verkäuferin angefasst, dann wurde sie von mir angefasst, dann haben die anderen Pflanzen sie berührt. Ich lasse sie mal ein bisschen in Ruhe und zeige euch dann gleich, wie sie aussieht, wenn man sie in Ruhe lässt. Der Vollständigkeit halber aber auch hier nochmal den Namen Mimosa pudica. Und jetzt stelle ich sie ab und lasse sie erstmal in Ruhe stehen. So, das war jetzt eine Timelapse von bestimmt 20 Minuten oder so. Ich habe das Handy einfach stehen gelassen. Sie hat sich noch nicht komplett entfaltet, aber hier seht ihr, wie sie normalerweise aussieht. Und Mimose heißt sie deswegen, weil sie ihre Blätter zusammenfächert, wenn man sie anfasst. Und ich finde das total witzig. Total cool. Ja, man sollte das aber, glaube ich, nicht so oft machen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass die das nur eine bestimmte Anzahl an Malen tolerieren sozusagen und das dann nicht mehr geht. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht wollten die auch einfach nur nicht, dass die Mimose so oft angefasst wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die das nicht so cool findet, wenn sie das ständig machen muss. Ja, so, ich lasse die jetzt aber noch ein bisschen in Ruhe stehen und dann schaue ich mal, wo ich welche Pflanze wie hinstellen will. Ich habe leider auch nicht genug Übertöpfe, glaube ich, denn ich habe ja nur die, die hier unten noch stehen. Entschuldigt hier ein bisschen das Chaos. Und die sind eigentlich alle zu groß. Ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen umschachtel sozusagen, dass ja, das einigermaßen passt von der Größe. Und dann muss ich wohl wirklich demnächst mal wieder Töpfe shoppen. Aber das ist einfach so schweineteuer. Ja, darf ich vorstellen, das ist meine Mimose. Sie ist einfach komplett eingegangen. Also, wie sieht jetzt so aus? Ich habe sie eine Woche gehabt. Ich habe sie gegossen und in Ruhe gelassen. Und sie ist einfach komplett vertrocknet. Also, ja. Manchmal passiert auch sowas. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich mag Mimosen total gerne. Und ich habe keine Ahnung, ob die sich jetzt hier nochmal fängt. Also, sie hat hier schon noch ein paar frische Triebe oder Möglichkeit auszutreiben. Aber ja, ich war irgendwie ein bisschen geschockt, dass das nach einer Woche einfach komplett vertrocknet ist. Ja, aber wir haben eine schöne Timelapse gesehen, wie sie einmal komplett aufgegangen ist. Und dann war es das auch. Ich bin hier gerade im Umpflanzen. Die Palme hat einen neuen Topf bekommen. Und jetzt wollte ich euch einmal zeigen, die Efeutute, wie viele Wurzeln die hat. Und die hat wirklich schon einige. Die werde ich jetzt auch im Prinzip genauso, wie sie ist, einpflanzen. Und dann habe ich hier noch den Efeu. Der kommt dann als nächstes. Die Efeutute sieht
ganz gut aus im Topf. Schon fast wie eine kleine volle Pflanze. Beim Efeu sieht es ein bisschen anders aus. Denn der hat sich total komisch aus dem Glas runtergerankt und hat jetzt hier so einen Bogen. Ich guck mal, ob ich das so lasse oder nicht. Ansonsten hat er aber auf jeden Fall sehr schöne neue Blätter. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, hier ist so viel Verkehr. Und ja, den werde ich jetzt noch angießen. Und dann kommen die in diese Töpfe und kriegen einen neuen Platz. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie die Pflanzen, die ich neu gekauft habe, in der Wohnung aussehen, beziehungsweise wo sie gelandet sind. Und eine Ecke in der Küche ist diese hier und ich finde, dass die Pflanze hier wahnsinnig gut in diese Ampel reinpasst. Ich hatte auch für die Ampel noch keinen Platz. Das war immer ja, ein übrig gebliebener Topf sozusagen. Ich wusste mal nicht, wo ich das anhängen soll. Aber hier finde ich das richtig gut. Das ist hier neben dem Kühlschrank. Upsala. Und da ist dann die Terrasse. Also ich denke mal schon, dass die genug Licht bekommt. Und ja, sieht da sehr schön aus, finde ich. Dieses zarte Wedelartige Ding, wo ich gerade den Namen nicht mehr weiß, hat es hier auf die Fensterbank geschafft. Die Palme wird langsam zu groß, deswegen habe ich die ins Wohnzimmer gestellt. Und ihr seht, hier weht gerade ein kleines Lüftchen. Ich bin gespannt, ob die das ab kann. Weil ich ja hier doch ab und zu mal das Fenster natürlich aufreiße. Aber ich finde, mit diesen zarten Wedeln sieht das sehr schön aus. Sie geht ein bisschen gerade mit dem Hintergrund hier einher, aber ja, finde ich sehr schön. Dann ist ja auch noch die hier neu. Die habe ich jetzt einfach mal neben den Fernseher gestellt, weil ich fand, da war noch ein bisschen Platz. Ich hatte auch vorher die Calathea rechts neben dem Fernseher und dann war mir das hier aber irgendwie viel zu viel an Pflanzen, deswegen habe ich den Fernseher ein bisschen nach rechts rüber gerückt, da die Calathea hingestellt und dann auch dieses kleine Töpfchen dazu. Und die anderen Pflanzen sind immer noch hier in der Ecke. Da seht ihr jetzt auch, wo die Rank-Efeu-Tute ist es, glaube ich, hingekommen ist, die Skindapsus. Und hier unten ist auch die Palme momentan, weil die einfach zu breit ist inzwischen für die Fensterbank. Dann habe ich hier oben in der Ecke neu eingetopft die andere Efeutute, die ich quasi aus Ablegern gezogen hatte. Dann habe ich hier noch die andere Pflanze, die ich auch neu habe. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die mir auch ein bisschen eintrocknet gerade. Also die hat den Umzug nicht so ganz überstanden, wie es aussieht. Ja, das muss ich mal schauen. Und hier ganz oben habe ich den Efeu hingepackt, weil der so einen ganz komischen Schnörkel macht und ich mir vorstellen kann, dass sie da ganz gut runterwachsen kann. Das muss ich aber mal beobachten, ob das dann passt und ob sie genug Licht hat. Jetzt scheint hier gerade schön die Sonne rein, aber das ist leider nicht immer so im Herbst. Also mal sehen. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar diesen Trockenstrauß. Den habe ich nämlich letztens selber gepflückt und das war ganz spontan, weil ich in der Natur unterwegs war und gesehen habe, dass da so schöne Wedel, nenne ich es jetzt mal, und Gräser waren. Und ich muss sagen, ich finde den richtig, richtig cool. Und ich habe von Aldi mir zwei so Kürbiskörbe mitgenommen. Das sind Zierkürbisse, die man nicht essen kann. Und ja, das ist jetzt hier meine Herbstecke sozusagen. Denn das ist auch die Seite vom Wohnzimmer, wo nicht so viel Licht hinkommt. Und ich finde das gerade ganz gut. Also die Kürbisse werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verteilen und nicht in den Körben stehen lassen. Aber ich fand das erstmal nicht so verkehrt. Und ich finde es halt echt super, dass man in der Natur sowas findet und ja, dafür nicht viel Geld ausgeben muss in einem Blumengeschäft oder sonst wo, wo man ja, das dann auch kaufen könnte. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil das halt mega trocken ist und deswegen viel bröselt, also bloß nicht anfassen. Sonst hat man ein Problem und bald keinen Strauß mehr. Aber ja, das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Und dann war es das, glaube ich, auch alles erstmal soweit. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Ich habe das so ein bisschen in Kategorien aufgeteilt, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass das sinnvoller ist, als chronologisch vorzugehen. Und ja, ich würde sagen, schreibt mir gerne einen Kommentar. Lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns ganz bald wieder.
Tschüss.